Internet an sich führt nicht zu einem reflektierten und kritischen Umgang mit den neuen Medien. Es liegt vielmehr an der Kompetenz eines jeden Einzelnen, an der Kompetenz, mit den neuen Medien, mit den Informationen umzugehen. Je intelligenter jemand, je kritischer jemand Informationen beobachtet und hinterfragt, desto kritischer und reflektierter ist natürlich der Umgang. Das ist unabhängig vom Internet, unabhängig von Zeitungen und dergleichen. Das Gleiche kann man natürlich auch in negativer Art und Weise sehen, indem man einfach sagt, derjenige, der nicht reflektiert, wird natürlich von den Informationen aus dem Internet in Anführungsstrichen zugemüllt und kann damit auch sehr schnell manipuliert werden. Die Zwei-Wege-Kommunikation, die wir im Internet haben, ist jedoch für eine gesellschaftliche Manipulation schwieriger als die Einweg-Kommunikation, die wir über die traditionellen Medien haben. Thank you.